Willkommen zurück zu Oxmastai. Und es kommt der Westflügel. Ah, die war, glaube ich, recht groß. Ja, den mag ich nicht. Aber es gibt sogar Flieger. Ah. Nee, den mag ich nicht. Nein. Ja, da. Der passt hier auf jeden Fall hin. Klar, wenn du kein Labyrinth bauen willst. So Das wie bei der kann Endlos-Taktik. man. Weiß nicht. Soll ich aber Labyrinth bauen? Weiß ich nicht. Willst du einfach gewinnen? Weiß nicht, ist überhaupt schlau? Ich weiß nicht. Was nimmst du sonst mit? Du bist zu leer. Was denn jetzt? Na, der war ja gut. Die Mauer bleibt da. War es nicht so? Was? Nee, ich glaube nicht. Genau. Machst du? Ich versuche es nachzubauen. Ah, wir können es versuchen, wenn du unbedingt willst. So, okay. Dann ist schon mal der erste Teil erledigt. Dann brauche ich Juicer Den habe ich auch dabei, aber es wäre gut, wenn du auch einen und mitnimmst. die anderen Es Strippers. gab hier diese Fasswerfer, aber das lohnt sich nicht, weil da Geschenke rauskommen. Also, keine Ahnung. Ja, da kommt alles Mögliche Also, raus, wäre vielleicht nicht ganz optimal. und wir haben ja auch nicht als Ziel 25 Wellen oder so zu schaffen, also es ist relativ wurscht. Ich möchte nur nicht sofort drauf gehen, das wäre ein bisschen doof. Also kein Voltwort. Den für den Boden. Ich meine, du kannst ihn schon platzieren. Ist hier oben nicht breit genug? Sieht eigentlich schon ganz breit aus. Ja, gut, okay. Ich meine, hier, wo das Labyrinth startet, halt nicht. Das überlässt du bitte meinem Hellstone und meinem Teer. Aber du kannst weiter vorne auf beiden Türseiten ein oder zwei sogar bauen. Also hier mit Sicherheit sogar fünf, bis das hier mal voll ist. Und oben ist wahrscheinlich, ja, hier könnte genug Platz sein. Und hier oben passt wahrscheinlich nur eine. Aber nur so gedacht mäßig, Warte wenn mal. diese Warte mal, komm nochmal Nase. zurück. Ach, das geht! Ich dachte, diese Dinger hier sind zu nah innen. Das Ja, Ding ist okay. drei breit, nicht vier. Also dann kannst du wahrscheinlich so viel bauen, wie du gar kein Geld für hast. Aha, ich kann. Ja, das stimmt wohl. Ich hoffe halt nur. Ich meine, es gibt diese Gegner, die halt recht weit laufen. Weiß nicht, ob die Skelette dann einfach da runterlaufen oder da kämpfen. Ich hoffe nicht. Okay. Wir werden sehen. Gehen wir von Hoffen aus. Ja, richtig. Okay. Wir bauen hier rein theoretisch dann nur in hier, in diesem Wir Bereich, haben oder? beide keine Fernkampfwaffen. Wenn Flieger kommen, haben wir also ein Was? Problem, weil die nur fliegen. Oh, das ist ja aber ein Problem. Ja, ich habe nur noch Feuer dabei jetzt. Ich wollte das Gleiche in Erfahrung bringen, das du schon erlebt hast. Wie ist es, wenn man gar keine richtige Waffe dabei hat? Nur ein Feuerlord und einen feurigen Boden. Nicht so. Aber ich habe den Slot einfach gebraucht. Und das hier an die Decke. Wir hatten das damals doch gemacht, dass die oben Grinder standen, oder? Irgendwo? Vorbei. Da hier? Hier? Ja, das war's. Genau, zwei Stück. Ja. Ja, und dann noch hier der zweite, wenn ich mich Zähne richtig und entsinne. Messer und Also ohne Wimpel den nach oben. Abstand. Kannst du, ja, ich meine,
Wenn die 4 Stück reichen, um uns zu retten, wäre das natürlich cool. Ansonsten haben wir halt echt ein Problem. Also du hast Platz für Bogenschützen oder so, aber naja. Hast du denn feste Systeme, welcher Reihenfolge welche Dinger gebaut werden? Fang einfach dort an, wo du es dir leisten kannst. Die Barrikaden hier gingen weiter nach vorne, oder? Wir gehen dann noch weiter, oder? Ja. Das sollte ausreichen. Ich weiß, dass hier noch ein Schuster stand, oder eher das andere Ding eben. Lasst uns anfangen. Also noch 3 Barrikaden. Ja, Pioniere, damit fangt sie an, das ist aber nicht so, ein bisschen nett, nicht so nett. Fällt mir gar nicht. Der Unterricht ist beendet. Ist sehr interessante Art zu kämpfen. Wenn ich jetzt gar keine Waffe habe, fühlt sich jetzt schon falsch an. Nolljäger und Yetis, die hüpfen einfach darüber. Oh shit, au! Ja, aber was? Sterbt, sterbt! Was, Yetis? Oh nein, 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 lauf, gar kein Lauf! Die 3 Nolljäger waren es, dann ist nicht der eine Yeti, aber im Endeffekt machst du es selber. Ey, töte meinen Feuerlord, ignoriert doch mich einfach mal. Wenn das so weitergeht, wird es ein kurzer Fall. Das ist keine wirklich sehr gute Taktik. Nee, definitiv nicht. Hat überhaupt keinen Sinn. Ohne Waffe zu kämpfen, meine ich. Bei mir ist noch keiner durchgekommen. Haha, bin besser. Ja, was soll ich machen? Quatsch, ich kann nichts tun. Der läuft einfach hier weiter und... ich kann nichts tun außer zugucken. Oh, der eine wurde sogar erledigt. Sehr cool. Oh, da hast du eine Münzding gegeben. Hä? Was meinst du? Ja, wir haben so einen Effekt. Ja, nicht von mir. Hä? Aber ich habe da nichts dabei dafür. Ja, ich aber auch nicht. Und da hätte ich lieber eine Waffe mitgenommen. Als Plünderer. Also ich lasse jetzt alle durch. Wenn wir die Welle überleben, dann beglückwünsche ich uns. Ja toll, aber es bringt uns auch nichts, aber wird ja nicht besser. Sind die mehr wert als 8 Punkte? Oh shit. Hör doch auf, mich umzubringen! Aber dass du es nicht hinbekommen hast, alle Explosive zu töten, bevor die herkommen. Hä? Wie? Nicht hinbekommen? Natürlich. Ja, du hast es nicht hinbekommen. Hä? Also ist das ernst? Ja, was glaubst du, warum eine Barrikade von dir fehlt? Dann sind noch mehr gekommen, aus dem fehlen 2. Merk, ich kann mir gar nicht beide wieder aufbauen. Meine Orks mag ich am liebsten. Also ich stand hier vorne und habe ewig lange Feuer verteilt. Und keine Ahnung, wenn danach noch mehr kommt, dann kommen da eben noch mehr. Ich habe es immerhin geschafft, die erste Welle zu überstehen. Um ehrlich zu sein, ist das schon ein sehr gutes Ergebnis. Okay, nee, es war hier ja gar keine. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Ich kann hier einen Zerstampfer bauen, der kostet weniger. Ab jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Oh, da kommen Flieger. Nicht gut, gar nicht gut. Die Wasserlots lassen sich nicht von einer Spur Feuer aufhalten. Ich weiß nicht, wie du das letzte Level überstanden hast. Wahrscheinlich, weil wir mehr und bessere Fallen und bessere Setup hatten und einer von uns konnte wenigstens noch kämpfen. Aber wenn beide von uns keine... Ah nein! Das ist überhaupt keinen Sinn. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Naja, egal, wir werden jetzt sowieso gern. Nein. Macht das jetzt keinen Unterschied mehr. Ach mein Gott, Mann. Warum fliegst du immer so schnell raus? Warum muss ein Timer denn so schnell passieren? Kann er nicht noch, keine Ahnung, 10 Minuten warten?
dass sie das irgendwie auch ausgesprochen oft. Ich verstehe nicht warum. Manchmal ist es so gut wie gar nicht. Wodurch kann es sein, dass noch andere Leute in deinem Haus Internet benutzen? Ja, es ist doch scheißegal, ob die das nicht immer. Weiß nicht. Ich frage mal meine 2000 Nachbarn, ob die Internet benutzen. Scheint sich nicht auszuwirken. Firefox geschlossen, weiß nicht, was das noch zu machen soll. Miss Heiß. Wie geht das denn? Fenster auf. Ach so, also. Ja, was soll ich machen? Ganzen Weg voll mit Leere ist gefühlt unmöglich. Wäre es auch viel. So, ich habe mich für ein Setup entschieden. Ein Setup entschieden? Was wäre? Ich kämpfe ganz hier vorne. Weil das Teil wird zu teuer sein. Ich brauche was anderes. Kann ich irgendwas mitnehmen, womit ich Geld verdienen kann? Ach nee, das ist sinnvoller. Okay, ich benutze nur zwei Fallen. Und um alle Flieger kümmere ich mich selbst. Wünsch mir Glück. Ich könnte es brauchen. Sehr wahrscheinlich sogar. Und dir wünsche ich auch Glück. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Okay. Pass auf! Hier ist hinter der Nordhalle! Okay, ich glaube, das wird jetzt schon nicht zu der ersten Welle. Nicht? Nö, ganz eindeutig. Bist du nicht alles getötet? Nein. Das finde ich aber nicht so gut. Ich habe ja gar kein Geld. Ja, du brauchst auch kein Geld, um Leute zu töten. Ja, was soll ich machen mit Hühnchen? Ich meine, das ist deine Waffe. Also. Dies ist doch nur für Fernkämpfer. Oh lol, da ist einfach weg explodiert. Au! Nein! Warum schlägst du mich? Ich hab doch so fetten Ding dahingestellt und er schlägt mich! Ja, das hat mich vorhin auch genervt, dass die Gnolljäger den Feuerlord ignoriert haben. Es war aber kein Gnoll. Ja, aber Gnolljäger ist verständlich, die trinken ja eigentlich nur dich um. Oh, und das war jetzt ja einfach nur ein, ja, euer Ogre. Ich schleudere die einfach die Treppe runter. Der einzige, der jetzt durchgekommen ist, ist der Kelstag und den töte ich. Oh, okay, danke. Zumindest habe ich Heiler. Halt mich mal. Ah, das ist schön. Ich kann die da mitten in die Soße schleudern. Das Schwert ist ja gebufft. Wenigstens ein Soßenschleuderschwert. Es hat wenigstens einen Vorteil, kann ich dazu sagen. Ach shit, okay, jetzt kommt die Flieger. Ja, dieses Ding wenigstens treffen würde. Ja, okay, gut, es geht. Oh ja, jetzt kommen Gegner, die ich nicht runterschleudern kann. Okay, das ist natürlich auch nicht so schön. Also eigentlich kann ich mich gar nicht so beschweren, es funktioniert doch einigermaßen. Nicht so, wie ich es erwartet hätte.
aber ich lebe noch. Aha. Ach ja, alles klar. Hallo, Mr. Feuerlords. Okay, Alter, von der wird's Tode geprügelt. Ich bin bereit. Ja, oben kannst du meinetwegen eine machen. Ja. Das könnte helfen. Geht's okay. Bei dir noch so gut, dass du dir das leisten kannst? So viele Tote auf einem Haufen. Ey, du hast ja zwei Töne, ich habe eine. Ja, gut. Eigentlich habe ich drei, wenn man den Himmel separat zählt. Der ist ja auch offen. Ah, ja, gut. Also, ich bedanke mich für die Hilfe. Ich denke, dass das hier alles super locker funktioniert. Ich habe scheinbar nur noch einen Gegner, das ist ein Geldsack. Oh ja, das ist natürlich ein guter Gegner. Ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis ich komplett durch bin mit meinen Spring Mag 4, was weiß ich, wie die heißen, Geräten. Ah, sehr schön, ich habe Zeit umzubauen. Ich habe da hinten nämlich eine Reihe zu früh angefangen. So, vorhersehbar. Pioniere. Okay, bei mir ist bisher alles. Ah, oh, okay, der Himmel lebt noch. Aber bei mir ist alles tot, ist ziemlich schön. Ich hoffe, du kommst zurecht, aber ich kann die Tür benutzen, um schnell zu dir zu kommen. Moment. Denn ich habe Waffen. Oh, okay. Hat sich erledigt. Die werden ja aber nicht weniger leben. Oh, oh shit! Im Ernst? Was passiert? Ja. Hab mich selbst umgebracht. Oh, das ist ja alles gut. Ja, finde ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Weil seit ich auf diese Map bin, hüpft der irgendwie viel krasser. Der Charakter. Ist mir vorher nicht so aufgefallen, dass der so krass hüpft. Und ich habe hier eine Skelettarmee, die kam von deiner Seite. Ja. Wenn der Bergtroll da oben sterben würde, das wäre nett. Komm doch rauf. Bewege mich einfach nicht mehr seitlich, wenn ich nach oben gucke. So viele Tote auf einem Haus.
Also wenn hier wirklich noch jemand lebendig sein sollte, dann habe ich ein Problem. Ich sehe ihn nämlich nicht. Also auf der Map ist bei dir auf jeden Fall noch ein Punkt, aber mich ist ja auch noch ein Gegner. Aber wo? Also, er ist tot. Münze. Also, ist ein Gegner auf einem Schaltwerk. Er hat sich irgendwie in Luft aufgelöst, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt gleich ein Zyklopenproblem. Oh, das ist aber sehr schlecht. Ja, es freut mich wirklich nicht. Oh, oh shit. Treffen mich ja sogar fast. Kann ich die wegschleudern? Ja, nein, vielleicht. Okay, ja nicht. Oh, aua, der Himmel. Der Himmel ist nicht frei. Ist ein bisschen problematisch. Eine entzückende Mordserie. Rückzug! Also eine Seite ist fast durch mit Sprungfederfallen. Oh shit, der Himmel! Ah!